Ja, moin ihr Zaubermäuse. Heute reden wir wieder über meine Garderobe. Was ist drin? Warum? Wie kombiniere ich die Sachen? Das hier ist Teil 3 von 4. Wir reden heute über Vollmaßschneiderei, also auch bekannt als Bespoke, über die Hamburger Gewandmeisterschule und über meinen guten Freund Sebastian Hofs. So, ich habe mich erstmal wieder schick gemacht, aber bevor wir über diesen wunderschönen Anzug hier sprechen, auf den ich sehr stolz bin, ein paar Worte zu dem hier. Das hier ist ein Anzug von Edwin Spahitsch, der sich an der Ästhetik der 1910er erinnert. Deswegen ist das Revers sehr breit und die Jacke sehr lang. Die Vorlage waren vor allem auch einige J.C. Leyendecker, also Josef Christian Leyendecker Illustrationen, ein Deutscher, der ausgewandert ist und in den 20er Jahren in den USA sehr berühmt wurde durch seine Illustrationen, zum Beispiel für die Saturday Evening Post oder das Herrenmodehaus Kuppenheimer. Und genau daran haben wir uns so ein bisschen orientiert, an den frühen Illustrationen von ihm. Genau, und ja, also Edwin hat mich bei Instagram angeschrieben und das ist im Rahmen seiner Ausbildung an der Hamburger Gewandmeisterschule entstanden. Edwin hatte aber vorher schon viel Erfahrung gesammelt als Maßschneider. Ja, und ich finde, auch der Anzug hier ist großartig geworden, was zum Beispiel auch für historische Jacken typisch ist, nur ein Knopf am Ärmel, denn ja, dieses Knopflöcherstechen ist eine ganz schöne ganz schöner Zeitfresser. Und warum 3, 4, 5 Knöpfe hier in den Ärmel packen, wenn man sie doch sowieso nicht benutzt? Der Stoff ist ein Cerruti, sieht historisch aus, dadurch, dass also von weitem das einfach nach einem Glencheck aussieht. Und selbst das ist schon cool, weil das so ein mittelhellgrauer Stoff ist mit einem schwarz-goldenen, ja auch weißen Überkaro, sehr, sehr abgefahren. Ich blende euch ein bisschen mal was ein. Und ja, auf jeden Fall, das ist aber streng genommen ein Jacquard. Und wenn man nämlich näher hinsieht, sieht man, dass hier noch so unregelmäßige Muster mit eingewebt sind. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, dass das ein sogenannter Sommerflanell ist. Also schon ein Flanellstoff, aber vergleichsweise dünn und eher so für die sommerliche oder Frühjahrsästhetik geeignet. Das hier sind die passende Weste und darunter auch Hose zum Anzug. Die Hose ist auch eine Spitzbundhose, also geht sehr hoch, trägt man nur mit Hosenträgern. Genau, und was ihr hier noch seht, ist ja, die Frühform des Kummerbunds. Der Kummerbund ist ja eine kulturelle Aneignung aus Indien gewesen, der Briten, und die das irgendwann vor allen Dingen auch zur Abendgarderobe um den Bauch getragen haben, statt der schwarzen Weste, weil so eine Seidenschärpe auf jeden Fall deutlich angenehmer zu tragen ist. Aber es gibt auch viele historische Beispiele, wo das in der Alltagsgarderobe getragen wurde, eben im Sommer, weil es, wie gesagt, ein bisschen angenehmer ist, wenn es warm ist. Genau, den habe ich mir im Prinzip aus einem Seidenschal und diesen Quasten hier selbst zusammen ja, genäht. Und da ich ja schon gesagt habe, Sommerflanell, wenn es ein bisschen zu warm ist für die Weste, steige ich dann nämlich auf diesen Kummerbund hier um. Der Anzug ist, wie auch die anderen beiden, die ich gleich noch vorstellen werde, in Vollmaß entstanden. Das bedeutet, dass nicht wie etwa bei der Maßkonfektion wir da irgendwie was besprochen haben, dass dann ich weiß nicht, der Türkei, in Portugal, in Thailand oder China sowas genäht wurde und hier höchstens noch so letzte Anpassungen gemacht werden. Ich werde mal ein bisschen Material rauskramen von der Anprobe, die wir dann in Hamburg auch vor der Gewandmeisterschulklasse gemacht haben. Das war auf jeden Fall auch eine sehr spannende Erfahrung für mich. So, und dann kommen wir zu den beiden Anzügen. Hier, die sind beide von Sebastian Hofs. Ja, einem mittlerweile guten Freund, mit dem ich auch ein Nähbuch zusammengeschrieben habe. Ich habe das schon in anderen Videos erwähnt. Genau, und also das hier war der erste. Vielleicht fangen wir mal kurz mit dem hier an. Sebastian und ich haben uns über unsere gemeinsame Leidenschaft für die 20er Jahre, für die frühen 20er Jahre und ja auch die Illustrationen von J.C. Leyendecker gefunden und dann zusammen beschlossen, dieses historische Maßprojekt zu starten. Den Stoff habe ich selbst gefunden, weil also ich weiß nicht, die Stoffsuche ist für mich auch tatsächlich einer der spannendsten Teile von so einer Maßgeschichte. Also, dass man auch wirklich nicht nur in so einen Bunchbooks reinguckt, sondern ich ja, schöpfe gerne alle Quellen aus, die ich habe. Genau, ich bin auf jeden Fall auf der Suche, denn auf diesen Stoff gestoßen, der im Prinzip ein mittelgrau-dunkelgrau-kupferfarbenes
gold gestreifter ist und einen sehr guten Stand hat, was für so historische Projekte relativ wichtig ist, weil diese super dünnen, weichen Stoffe, die eignen sich für historische Anzüge in der Regel nicht. Mit denen kriegt man diese Ästhetik nur sehr schwer oder gar nicht hin. Genau, ja, auf jeden Fall super. Ich bin schon super glücklich mit dieser Stoffwahl. Auch der Futterstoff, den Sebastian dann angeboten hat, der ist großartig. Und wir konnten uns sehr schnell auf viele Dinge einigen, die wir beide gut finden. Sehr, sehr hohe Armlöcher, die einen so ein bisschen packen. Eine sehr, sehr feste, stark strukturierte Verarbeitung. Entsprechend kurze Weste, hohe Hose. Wobei die Hose im Vergleich zu vielen anderen historischen Sachen, die ich habe, keinen Spitzbund hat, sondern einen Rundbund. Aber ist auch mal was. Genau. Und das hier ist möglicherweise mein Lieblingsanzug. Ich trage den sehr gerne mit sehr hohen Krägen. Das sieht sehr streng aus, aber ja, es ist halt irgendwie mein Ding. Genau. In diesem Fall habe ich ein lichtblaues Hemd mit auch so, so beigen Streifen, die man kaum sieht, kombiniert und eben einem sehr, sehr hohen Stehkragen, der angesteckt ist. Selbst die Kragennadel hier hat Sebastian mir mal geschenkt und die Krawatte ist, ich weiß nicht, irgendwas, was ich irgendwo mal gefunden habe, sehr schlicht, dunkelblau, aber mit so, auch so goldbeigen Punkten drin, deswegen fügt sich das noch ganz gut ein in das Gesamtbild. Ja, und dann kam irgendwann später, während wir an unserem Buch geschrieben haben, noch der hier dazu, auch aus einem Dormeuil, den ich gefunden habe, also diese französische Marke, aber ein sehr dünner, schwarzer Flanellstoff mit Kreidestreifen. Das Coole hier dran ist jetzt, also beide Anzüge sind nach einem historischen Schnitt von 1920, also aus dem deutschen Schneiderhandbuch von 1920 konstruiert. Und das Coole an dem hier ist jetzt, das ist zwar ein Zweireiher, aber gemäß der Zeit sitzen die zwei Knopfreihen, oder wie der Informatiker mir jetzt sagen würde, Spalten, sehr nah beieinander. Und das Coole daran ist, dass ich, also meiner Meinung nach, entgegen der ungeschriebenen Gesetze, die die deutschen Anzugträger so für sich festgelegt haben, den Zweireiher auch sehr gerne offen trage, weil eben dadurch, dass hier relativ wenig Stoff überlappt, auch keine riesigen Stoffbahnen dann rumflattern, wenn man ihn offen trägt. Ich liebe das total. Auch diese Anzugjacke kommt natürlich mit Weste und Hose. Auch die Hose hat einen Rundbund, keinen Spitzbund. Es sitzt trotzdem sehr hoch. Die Weste ist entsprechend kurz. Hier übrigens, da werde ich auch hin und wieder mal drauf angesprochen, weil Leute keine Ahnung haben. Aber dadurch, dass die Weste so kurz ist und die Hose so hoch sitzt, mache ich oft, nicht immer, aber meistens alle Knöpfe zu. Das entspricht vielleicht nicht dem, was der deutsche Mann gelernt hat, aber diese Regel, dass man den untersten Knopf öffnen sollte, ist sowieso, also ich will nicht sagen Quatsch, aber kommt daher, dass ein etwas beleibterer englischer Monarch für sich festgestellt hat, dass das irgendwie ein bisschen bequemer ist. Und bei modernen Westen ist es tatsächlich auch so, dass die oft etwas länger sind, weil die Hosen auch tiefer sitzen und wenn man sich dann hinsetzt, dann schiebt sich die Weste so hoch, da macht das durchaus Sinn, den untersten Knopf aufzumachen, aber bei diesen kurzen Westen auf jeden Fall nicht. Und deswegen mache ich das auch nicht und muss leider mit den dummen Kommentaren dazu leben. Lasst mir bitte ein Abo da, es ist für euch kostenlos, mir hilft es aber sehr. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare, ich werde sie dann irgendwann in einem Video beantworten. Morgen kommt das nächste Video, bis dahin, Ferrero, Tschüsschen.